Im Namen der Erinnerungswerkstatt begrüße ich Sie herzlich zu dieser Gedenkfeier anlässlich des Holocaust-Gedenktags 2022. Zum 8. Mal laden wir ein, an diesem 27. Januar an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zu erinnern. Diesmal müssen wir es wegen der anhaltenden Pandemie erneut virtuell und online tun, aber es macht ja nichts. Hauptsache, wir tun es überhaupt. Und wir erinnern nicht nur an diesem Gedenktag, sondern das ganze Jahr über immer wieder an die Menschen, die im Nationalsozialismus verfolgt, vertrieben und ermordet wurden. Wir tun es als Erinnerungswerkstatt auch nicht allein. In Augsburg hat sich vielmehr ein Netzwerk aus aktiven Menschen entwickelt, die alle Erinnerung für wichtig halten. Wichtig auch dafür, die eigene und die kollektive Wachsamkeit in der Gegenwart zu schärfen. Wachsamkeit gegenüber rassistischen, ausgrenzenden und aggressiven Bestrebungen, gegen die Spaltung unserer Gesellschaft, die uns zurzeit so viele Sorgen bereitet. Liebe Teilnehmer an dieser virtuellen Gedenkfeier, wir werden jetzt von Vertretern der Augsburger Erinnerungsinitiativen hören, warum ihnen diese ehrenamtliche Arbeit wichtig ist. Wir werden ein Grußwort der Oberbürgermeisterin hören und auch kurze Botschaften von Nachfahren derjenigen jüdischen Augsburger Familien, denen die Emigration vor allem in die USA geglückt ist. Für diese Botschaften aus Amerika sind wir sehr dankbar. Wir werden Musik hören, die uns junge Leute aus dem Anna-Gymnasium schenken. Und wir werden wieder Lebensgeschichten von Menschen hören, denen die Nationalsozialisten vor rund 8 Jahrzehnten ihr Leben geraubt haben. Diese Geschichten haben Schüler und Schülerinnen erforscht. Ihnen und allen anderen Mitwirkenden sage ich im Namen der Erinnerungswerkstatt ganz herzlichen Dank. Im vergangenen Jahr habe ich 2-mal eindrucksvoll erlebt, was unsere Erinnerungsarbeit bewirken kann, besonders eindrucksvoll. Rabbiner Gabor Lengiel aus Hannover hat durch uns erfahren, dass seine Mutter auf dem Augsburger Westfriedhof begraben ist. Und der Berliner Kantor Asaf Levitin, Urenkel des Augsburger Vorbeters Josef Zebrack, kam durch uns überhaupt erst in Kontakt mit seiner Familiengeschichte. Beide betonten bei ihrem Besuch in Augsburg, wie wichtig dieses neue Wissen für sie ist, ja, dass es ihrem Leben eine Wende gegeben hat. Das zeigt mir, dass unsere Arbeit Sinn macht. Das ermutigt mich. Und diese Ermutigung wünsche ich uns allen. Liebe Augsburgerinnen und liebe Augsburger, heute vor 77 Jahren wurde das Vernichtungslager Auschwitz von der Roten Armee befreit. Damit wurde der 27. Januar zum Symbol für das Ende der Shoah. In Deutschland gedenken wir seit 1996 an genau diesem Tag all jener, die Opfer der grausamen Herrschaft des Nationalsozialismus wurden. Wir erinnern heute an alle Menschen, die unter der Tyrannei eines Regimes gelitten haben, das sich anmaßte, über würdiges und nichtwürdiges Leben zu entscheiden und das aufgrund seiner besessenen Idee von rassischer Reinheit Millionen von Menschen ermordete. Mit jedem Holocaust-Gedenktag gibt es weniger Menschen, die aus eigener Erfahrung von dieser Schreckensherrschaft der Nazis berichten können. Das Ende der Zeitzeugenschaft ist absehbar und es stellt unsere Erinnerungskultur vor große Herausforderungen. Denn die direkte Begegnung mit Menschen, die von ihren Erlebnissen berichten, kann nur ansatzweise durch mediale Vermittlung ersetzt werden. Wir müssen uns deshalb mit der Frage auseinandersetzen, wie zukünftig neben der Vermittlung von kognitivem Wissen Empathie und Verständnis erzeugt werden können. Wir müssen uns aber auch grundsätzlich überlegen, wie die Erinnerungskultur in einer Einwanderungsgesellschaft aussehen kann, gerade in einer Stadt wie Augsburg, in der viele Menschen einen Migrationshintergrund haben. Wie können wir andere Kulturen und Religionen Menschen ohne familiäre Verbindung zur NS-Zeit noch stärker in die Gedenkkultur einbeziehen? Und auch die Form unserer Gedenktage müssen wir hinterfragen. Gedenktage wie der heutige sind von großem Wert, aber erreichen sie in ihrer ritualisierten Form auch die jüngere Generation? Denn die Jugendlichen von heute sind es,
die das Gedenken an den Holocaust zukünftig aufrechterhalten müssen. Es ist unsere Aufgabe, die Gedenkkultur der gegenwärtigen pluralistischen Gesellschaft anzupassen. Wir müssen erinnerungskulturelle Innovationen entwickeln, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Denn das Erinnern ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir sind sehr dankbar, dass sich in Augsburg zahlreiche ehrenamtliche Initiativen dafür einsetzen, historisch-politische Bildung zu vermitteln und die Erinnerung an die Opfer der NS-Zeit wach zu halten. Die Erinnerungswerkstatt etwa, die Stolperstein-Initiative, der Verein gegen Vergessen für Demokratie, das Bündnis für Menschenwürde und viele mehr. Und auch die Jugendlichen werden in die erinnerungskulturelle Arbeit in Augsburg aktiv einbezogen, bei der Erstellung von Biografien etwa oder den Verlegung der Gedenkzeichen. Ihnen allen, insbesondere den Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern der heutigen digitalen Veranstaltung, ein sehr herzliches Dankeschön. Mein ganz besonderer Dank geht an die Nachfahren der ehemaligen jüdischen Bürgerinnen und Bürger von Augsburg, die aus dem Ausland ihre Erinnerungsbotschaften geschickt haben und auf diese Weise eine neue Verbindung zu uns aufbauen. Wir als Stadt möchten mit der Errichtung eines Erinnerungsortes in der Halle 116, einem ehemaligen Außenlager des KZ Dachau, einen eigenen Beitrag zur Aufklärung und zur politischen Bildung leisten. Für viele, die die Geschichte des Gebäudes nicht kennen, ist es immer noch erschreckend zu erfahren, dass es auch in Augsburg Orte wie diesen gibt, die auf die dunkelsten Kapitel der Stadtgeschichte hinweisen. Es ist wichtig, solche Orte und das Gedenken an die Schicksale der Menschen zu bewahren, damit unsere Demokratie wachsam und wehrhaft bleibt und eine menschenverachtende Ausgrenzung in unserer Gesellschaft keinen Raum hat. Gerade in den aktuellen Zeiten, in denen im Zuge der Corona-Proteste immer wieder Relativierungen und Verharmlosungen des Holocausts und der gesamten S-Zeit stattfinden, ist das wichtiger denn je.
We, the descendants of the Jewish community of Augsburg, are honored to once again be included in the city's annual commemoration of International Holocaust Remembrance Day. We are grateful for the many ways that the city and its institutions ensure that our family's stories are not forgotten. We commend Augsburg for its many remembrance activities, including installing memorials outside the former homes of the victims, conducting remembrance tours, creating an online memorial book, and supporting the restoration of the synagogues. May everyone listening know that Augsburg's Jewish history is alive in the hearts of its descendants. Those who suffered are not forgotten. Please welcome Gertrude Aub Buscher, Henry Stern, and George Sturm, all of whom bore witness to the terrible events that occurred. I was born in Augsburg, but I left before I was 4 years old, so I had little understanding of events happening around me, and I was frightened by some of them, especially by the disappearance from our lives of my father, who had to emigrate after being released from Dachau. I'm glad that the city of my birth continues to remind us that terrible things happened to real people living there. It's important now, and it will be ever more important as years go by and the horrors of the Nazi period risk becoming just something one reads about in history books. Our family fled Augsburg, the home of our ancestors, who were traced back to the 16th century. These ancestors devoted themselves to support the German nation and contributed to its culture and economy. My father, a World War I German soldier and a volunteer, was awarded the Iron Cross and the Bavarian Pulmerin, but was arrested Kristallnacht and sent to the concentration camp Dachau. I admire Germany's effort to teach the lessons of the Holocaust and its unchecked hatred to its youth. The new generation will have the ability to recognize the causes and effects of hatred and fear and its consequences. We were the lucky ones. My parents, my brother and sister and I escaped in the 11:30, although my then 18-year-old brother had spent 5 weeks in Dachau after Kristallnacht. Alas, my grandparents and most of my family and friends never made it. One of the unforgettable hallmarks of my life was the honor that the Jewish Museum Augsburg afforded my family in 2010 by publishing a handsome bilingual book that contained not only our biographical stories, but the shattering documents from those years. For me, the highlight of the invitation to spend a week in Augsburg was the opportunity to interact with groups of high school students to observe what they had studied and learned about the Holocaust, to ask the most intelligent questions, and to respond so sympathetically to answers. It gave me hope for a new generation and renewed my faith in the power of education in the best sense. The ability to seek the truth, to connect the dots, and to make critical judgments. What happened in Germany in the Nazi era could happen again anytime and anywhere. Only the unrestricted freedom of the press and a well-functioning judiciary may serve as a bulwark to tyranny.
Ernestine Levy wurde am 19. Januar 1913 als Ernestine Dreilich in Pforzheim geboren. Ihre Eltern waren die Weißnäherin Caroline Dreilich und der Kaufmann Karl Dreilich. Sie war das einzige Kind des Paares. Nach kurzer Zeit in Pforzheim zog die Familie im Jahr 1917 nach Augsburg und war dort in der Jesuitengasse 10 wohnhaft. Die für viele als goldenen 20er bekannten Jahre entpuppten sich für die Dreilichs als Jahre geprägt von Schicksalsschlägen. 1923 ertaubte Ernestine plötzlich. 1924 wurde eine Augenerkrankung diagnostiziert. 1925 folgte dann noch die Diagnose Knochentuberkulose. Als wäre das nicht schon genug für die Familie, verunglückte im selben Jahr Ernestines Vater beim Baden in Wien. Ernestine erlernte den Schneiderinnenberuf. Wann und wo sie ihren zukünftigen Ehemann Paul Levy kennengelernt hatte, konnte nicht geklärt werden. Er stammte aus Niederlarnstein bei Koblenz, war gelernter Schreiner und wie Ernestine taub. Aufgrund der nationalsozialistischen Gesetzgebung brauchte das Paar für eine Eheschließung ein Ehetauglichkeitszeugnis, das es im November 1941 erhielt. Die Hochzeit fand dann im Januar 1942 in Augsburg statt. Ein richtiges Eheleben gab es nach der Hochzeit allerdings nicht, da Paul Levy zurück in eine Zwangsunterkunft in Friedrichssegen bei Niederlarnstein musste. Auch Ernestine, die mit ihrer Mutter in Augsburg zurückblieb, musste unter Zwangsmaßnahmen wie Wohnungswechsel und Zwangsarbeit leiden. Die Zwangsarbeit verrichtete sie in der Ballonfabrik in Augsburg. Etwas mehr als ein halbes Jahr nach der Hochzeit im Januar 1942 kam Paul zurück nach Augsburg und musste zusammen mit Ernestine und seiner Schwiegermutter die Zwangsunterkunft in der Geisbergstraße 14, heute Reichenbachstraße, beziehen. Am 13. März 1943 wurde Ernestine Levy, geborene Dreilich, zusammen mit ihrem Mann Paul und ihrer Mutter Caroline nach Auschwitz deportiert. Alle drei wurden dort ermordet. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, mein Name ist Andrea Halbritter. Ich spreche für die Stolperstein-Initiative Augsburg. Die ersten Stolpersteine wurden vor etwa 30 Jahren vom Künstler Gunter Demnig in Köln und Berlin verlegt. Inzwischen gibt es in ganz Deutschland und Europa Stolpersteine. Mit jedem Stein gedenken wir Menschen, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden, an dem Ort, an dem sie gelebt haben. Stolpersteine sind ein einzigartiges Denkmal, das in vielen Städten und Gemeinden an die unterschiedlichsten Opfergruppen erinnert. Wir freuen uns, dass wir hier in Augsburg mit anderen Organisationen in der Gedenkarbeit zusammenarbeiten können und bisher mehr als 40 Stolpersteine verlegt haben. 1159 Juden, 1600 Jüdinnen und 175 jüdische Kinder. Am 25. November 1941 wurden all diese Menschen im Fort 9 in Kaunas ermordet. Einer von ihnen war Albert Emanuel. Er wurde am 24. Oktober 1900 in Oettingen im Ries als einziger Sohn von Bertha Emanuel, geborene Mandelbaum, und Louis Emanuel geboren. Er lebte dort mit seinen Eltern in der Fahrgasse A59. Der angehende Kaufmann verließ in jungen Jahren seinen Geburtsort und zog am 20. Juni 1922 aus Bochum nach Oettingen zurück. Etwa 10 Jahre später heiratete er am 4. März 1932 Emma Gern, mit welcher er ein Jahr nach der Trauung den gemeinsamen Sohn Hans Heinz bekam. Die Eheleute trennten sich wieder. Der genaue Zeitpunkt ist jedoch nicht bekannt. Am 26. Mai 1939 wurde die Ehe dann offiziell geschieden. Albert zog daraufhin am 17. Juli 1939 nach Augsburg in die Brunnhildenstraße 1. Der Albtraum seiner Verfolgung begann für ihn schon vor seiner Abmeldung in Oettingen. Als er am 12. November 1938 im Zuge der Novemberpogrome im Konzentrationslager Dachau inhaftiert wurde.
Seine Internierung erfolgte unter der Kategorie Schutzhaft Jude und erhielt die Häftlingsnummer 25375. Am 15. Dezember 1938 wurde er aus der Haft wieder entlassen. 2 Jahre nach seinem Umzug nach Augsburg wurde er am 20. November 1941 von der Geheimstaatspolizei München nach Kaunas in die Festung Fort 9 deportiert und ermordet. Aus den Deportationslisten der Geheimstaatspolizei geht hervor, dass mit ihm weitere 997 Menschen in das Fort verschleppt wurden. Alle Deportierten wurden neben weiteren Jüdinnen und Juden am 25. November 1941 erschossen. Auch sein Sohn Hans Heinz Emanuel und seine Ex-Frau Emma Emanuel wurden Opfer der Shoah. Mein Name ist Dr. Harald Munding und ich spreche für die Kreisvereinigung Augsburg, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, kurz auch als VVN bekannt. 1947 gegründet, ist sie seit 1971 auch für Menschen, die nicht selbst verfolgt wurden, offen. Ich bin 1985 in die Vereinigung eingetreten. Überlebende des Naziterrors aus den Konzentrationslagern und Zuchthäusern, Verfolgte und Widerstandskämpferinnen und Kämpfer aller politischen Richtungen wollten ihre Erfahrungen und ihr moralisches Gewicht in die Neugestaltung dieses Landes einbringen. Mit dem Gedenken an die Opfer versuchen wir auch, die moralischen Werte und Erfahrungen der Widerstandsbewegung an die junge Generation weiterzugeben. Sie zu ermutigen, sich gegen Verschwörungstheorien, dem Rassismus in all seinen Formen oder Neonazis gewaltfrei entgegenzustellen. Wir sind überzeugt, durch unsere Arbeit einen wichtigen Beitrag für die Stadtgesellschaft zu leisten. Unsere Dokumentationen sind auf unserer Homepage zu finden. Anna Weichenberger wurde am 30.12.1909 als Anna Feichtner geboren. 1942 wurde sie im Konzentrationslager Ravensbrück ermordet. Sie wuchs in einer Arbeiterfamilie auf und begann mit 16 Jahren in der Kammgarnspinnerei Augsburg als Textilarbeiterin. 1931 heiratete sie Josef Weichenberger und schloss sich 1933 der Untergrundorganisation Rote Hilfe an, welche der Kommunistischen Partei Deutschlands, KPD, nahestand und in der auch Annas Mann Josef aktiv war. Die Rote Hilfe wurde 1924 gegründet, um politisch Verfolgte und ihre Familien zu unterstützen. Anna wurde schon als junge Frau Leiterin der Augsburger Ortsgruppe. Gemeinsam mit ihren Kameradinnen und Kameraden klebte sie Plakate, verteilte Aufklärungsmaterial gegen die Terrorherrschaft der Nazis und sammelte Geldspenden für Inhaftierte und Verfolgte. Allen war bewusst, dass bei der Enttarnung der Widerstandsgruppe Verhaftungen, Verhöre, Folter, langjährige Zuchthausstrafen und Konzentrationslager drohten. Als die geheime Staatspolizei Gestapo gegen die Rote Hilfe Augsburg ermittelte, wurde Anna verhaftet. Während des folgenden Jahres auch fast alle anderen Mitglieder der von Spitzeln unterwanderten Gruppe. Im August 1936 wurde Anna in München wegen Beihilfe zum Hochverrat angeklagt. Dort sah sie ihren Ehemann Josef zum letzten Mal. Als dieser im Jahr darauf im Zuchthaus Amberg ermordet wurde, war er gerade einmal 26 Jahre alt. Anna wurde zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt und in den folgenden Jahren von der Augsburger Gestapo durch die NS-Gefängnisse geschleppt. Sie hatte eine insgesamt 7-jährige Haftzeit erleiden müssen und war 33 Jahre alt, als sie am 26. Juli 1942 im Konzentrationslager Ravensbrück ermordet wurde. An Anna Weichenberger erinnert in der Mittelstraße 2 in Augsburg ein Stolperstein. Die mutige antifaschistische Widerstandskämpferin hatte unermessliche Erniedrigungen und Schmerzen erleiden müssen und war doch stärker als ihre Feinde. Mit ihrer hohen Moral und der Hoffnung auf den Sieg der Vernunft. Mein Name ist Marcella Reinhardt, ich bin die Vorsitzende des Regionalverbands Deutscher Sinti und Roma in Schwaben.
Als Betroffene einer Minderheit, die den Holocaust am eigenen Leib erfahren haben, sehen wir uns in der Pflicht, Aufklärungsarbeit zu leisten. Für uns ist die Priorität, Jugendliche über den Holocaust aufzuklären, weil wir sehen, dass die Zukunft in den Händen der Jugendlichen steht. Und dazu sind wir da, Aufklärung zu leisten. Der Regionalverband Deutscher Sinti und Roma wird in Zukunft Aufklärung bei den Jugendlichen, bei den Kindern leisten, dass es so etwas wie den Nationalsozialismus nie wieder geben darf. Karl Winter ist das zweite Kind von Sophia Anna Winter. Er wird am 17. März 1940 in Augsburg geboren. Der Name seines Vaters ist nicht bekannt. Karl gehört wie sein älterer Bruder Gabriel, seine kleine Schwester Roswitha und seine Mutter zu einer Sinti-Familie. Mit der Mutter und Gabriel lebt der kleine Karl im Fischerholz und der Donauwörterstraße 83. Hier vermutlich im Wohnwagen, dort in einem Zimmer, das seine Mutter von dem Hilfsarbeiter Josef Haushammer oder dem Rentner Johann Hillenbrand für sich und ihre Kinder angemietet hat. Vermutlich sind die Wohnverhältnisse äußerst beengt, die Lebensbedingungen sehr ärmlich für die junge Mutter und ihre drei Kinder Gabriel, Karl und die 1942 geborene Roswitha. Als Karl 2 Jahre und 4 Monate alt ist, nimmt ihn das Jugendamt seiner Mutter weg und bringt ihn ins Kinderheim nach Friedberg. Wie lange der kleine Bub dort bleiben muss, ist nicht bekannt. Auf seiner Meldekarte steht nur noch ein Eintrag. 11.03.1943, nach Dachau KZ mit der Mutter. Karl wird ein Opfer der zweiten großen Deportation der Sinti und Roma ins Vernichtungslager Auschwitz im Frühling 1943. Am 14. März 1943 kommt der Dreijährige zusammen mit seinem Bruder Gabriel und den Onkeln seiner Mutter Rupert und Johann Winter zusammen mit seiner kleinen Schwester Roswitha, seiner Mutter und deren Großmutter Crescens Winter in Auschwitz an. Mit ihnen wird er sicher im sogenannten Zigeunerfamilienlager von Auschwitz-Birkenau untergebracht, wo Tausende an Hunger, Seuchen und Gewalt sterben. Karl ist dort im Laufe des Jahres 1944 gestorben. Er wurde nur 4 Jahre alt. Mein Name ist Karl Stampfer. Ich spreche für die Augsburger Friedensinitiative, kurz AFI. Seit über 40 Jahren organisieren wir die Ostermärsche für Frieden und Abrüstung, Vorträge und Kundgebungen zu aktuellen Anlässen und die Augsburger Friedenswochen im November. Die AFI setzt sich für Frieden, Völkerverständigung, für militärische Abrüstung, gegen Kriegsvorbereitung und Waffenexporte ein und wir engagieren uns in der Erinnerungsarbeit für die Opfer des Nationalsozialismus. Wenn die Opfer der Kriege und die Verbrechen an der Menschheit nicht vergessen werden, verhindern wir, dass sich Kriege und die Verbrechen wiederholen. Bertolt Brecht hat einmal gesagt, das Gedächtnis der Menschen für erduldete Leiden ist erstaunlich kurz. Die Vorstellungsgabe für kommende Leiden ist fast noch kürzer. Diese Abgestumpftheit ist es, die wir zu bekämpfen haben. Am 21. November 1869 konnten Amalia und Moritz Reis in Waldorf bei Meiningen ihre Tochter Emma zum ersten Mal im Arm halten. Emma Reis wuchs mit ihren Eltern und ihren 4 jüngeren Brüdern in Waldorf auf. Im Jahr 1879 verlegten sie ihren Wohnsitz nach Augsburg und zogen 1885 in ein Haus in der Eisenhammerstraße 8a, heute die Heinrich-von-Butz-Straße. Ihre Liebe, Louis Frank, heiratete sie am 30. März 1892 in Bamberg und zog mit ihm nach Chemnitz in Sachsen. Sie gebar am 30. April 1893 in Greiz ihren einzigen Sohn Hermann. Ihr Mann Louis starb bereits am 26. Oktober 1905 in Chemnitz. Ein weiterer Schicksalsschlag ereilte Emma, als ihr Sohn am 8. September 1914 in Chalons im Ersten Weltkrieg fiel. Dies veranlasste die Kaufmannswitwe, am 20. April 1915 zurück nach Augsburg zu ihrer Familie zu ziehen.
Emma übte keinen Beruf aus, aber es ist anzunehmen, dass sie Aufgaben im Käsegroßhandel ihrer Familie übernahm. Am 28. Januar 1922 verstarb ihr Vater Moritz und am 30. Mai 1932 ihre Mutter Amalia. Beide wurden auf dem jüdischen Friedhof in der Hauenstädter Straße beerdigt. Nachdem die Nationalsozialisten an die Macht gewählt wurden, blieb Emma im Gegensatz zu anderen Juden in Augsburg wohnhaft und hoffte auf eine Besserung der Lage. Diese Hoffnung wurde leider zerschlagen. Sie musste wie andere Juden zuvor und danach am 13. Mai 1942 auf das Synagogengelände in der Halderstraße umziehen. Am 31. Juli 1942 wurde sie dann in das Lager Theresienstadt deportiert. Am 8. März 1943 weiter in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Sie hat die Deportation nicht überlebt. In den Quellen finden sich zwei verschiedene Todestage, der 15. März 1943 und der 19. Mai 1943. Im Gedenken an Emma wurde ihr Name nachträglich auf den Grabstein ihrer Eltern geschrieben. Mein Name ist Wolfgang Pöppel. Wir als Verein gegen Vergessen für Demokratie sehen unsere Aufgabe darin, mit historischer Bildung und gemeinsamen Aktionen aller Demokraten dazu beizutragen, dass die Erinnerung an die dunklen Seiten der Geschichte von Diktatur in Deutschland im 20. Jahrhundert lebendig bleibt und gleichzeitig mit dem Blick auf die Gegenwart und Zukunft in Deutschland verbunden wird. Damit das Bewusstsein aller geschärft wird, dass auch heute wieder Ideologien, die die Grundwerte der Demokratie verachten, unsere Staatsordnung und das friedliche Zusammenleben aller Menschen in Deutschland gefährden. Für die unfassbaren Verbrechen des Nationalsozialismus steht der Holocaust-Gedenktag als wichtiges international verstandenes Symbol. Der Weg, der zu diesen Verbrechen führte, war kein unabwendbares Schicksal der Deutschen. Das darf man nie vergessen. Ein ganz wichtiger Schritt war das Scheitern der deutschen Demokratie vor 1933, weil sie nicht wirksam verteidigt wurde. Deshalb ist der 27. Januar immer auch ein Denktag für uns alle, wachsam zu sein und allen Versuchen, unsere demokratischen Strukturen auszuhebeln und den Rechtsstaat anzugreifen, mit Zivilcourage entgegenzutreten. Hier und jetzt, auch in unserer Stadt.